Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu diesem dritten Teil unserer Startup-Webinar-Reihe. Ich habe ja schon zwei Teile gemacht, ich komme gleich nochmal dazu. Heute soll es also um das Thema Skalierung gehen. Mein Name ist Steffen Krause, ich bin Technical Evangelist bei Amazon Web Services in Deutschland und Sie erreichen mich wie jedes Mal zum einen über das Q&A-Fenster hier im Webinar. Können Sie einfach Fragen eintippen. Zum zweiten über Twitter, sk-bln. Und als drittes über E-Mail, skrause@amazon.de. Das heißt, wenn Sie Fragen während des Webinars haben, geben Sie sie einfach in das Fragefenster ein. Ich werde sie dann am Anschluss beantworten. Und wenn Sie später noch Fragen haben, schicken Sie mir eine E-Mail. Diese ganzen Slides stehen natürlich wie immer alle auf SlideShare bereit, damit Sie das auch nachlesen können. Okay, wie gesagt, der dritte Teil heute der Umgang mit der Skalierung. Aber bevor wir anfangen, schauen wir mal, was unser Startup bisher gemacht hat. Die Idee dieses Startups ist ja, dass automatisch anhand von Fotos des Kühlschranks erkannt werden kann, welche Produkte gibt es, was kann man haben, was muss vielleicht nachbestellt werden und so weiter und so fort. Und das Ganze Scan My Fridge. Wie gesagt, um den Code geht es hier nicht, das ist alles virtuell. Die Domain gehört mir, aber ich habe nicht vor, wirklich so einen Dienst zu bauen. Bisher hat das Startup zuerst ihre Entwicklungssysteme draufgelegt auf AWS und danach sich um das Thema Hochverfügbarkeit gekümmert. Die Architektur sieht im Augenblick so aus: Wir haben einen MySQL-Datenbank-Server, der ist seit letztem Mal über Multi-AZ repliziert in eine zweite Availability Zone, das heißt in ein zweites Data Center. Wir haben je zwei Web-Frontend-Server in zwei verschiedenen Availability Zones, die werden von einem Load Balancer bedient und davor steht Route 53 als hochverfügbarer DNS-Dienst. Ergebnis der Sache, wir haben eine ganz gute Ausfallsicherheit. Schauen wir uns das Ganze auch gleich nochmal in der AWS-Konsole an, wie das aussieht. Also, wir haben hier vier Instanzen vom Typ M3 Medium in EU West 1a. Dachten uns, das reicht jetzt vielleicht erstmal für den Traffic, den wir zu erwarten haben. Diese vier Instanzen sind über einen Load Balancer verteilt. So, der Load Balancer hat natürlich seinen eigenen DNS-Namen, aber diesen DNS-Namen wollen wir natürlich über Route 53 in unseren eigenen scanmyfridge.de umsetzen. Okay, Sie sehen hier durch ein Alias-Target wird www.scanmyfridge.de auf den Load Balancer geleitet und die Anwendung selbst. Bisschen Code habe ich inzwischen also auch nochmal geschrieben, sehen Sie hier. Und ich kann inzwischen, soweit sind wir, mich anmelden für die Beta. Okay, und habe hier die Daten aus meiner Datenbank und die Datenbank selbst. Wenn wir uns die mal anschauen, ist wie gesagt MySQL in einer Multi-AZ-Konfiguration, sodass die also auch hoch verfügbar ist. Okay, das ist der aktuelle Status und jetzt wollen wir damit live gehen, das Ganze bewerben und so weiter. Und natürlich ist die Frage dann, wie skaliert das? Zum einen ist ein typisches Problem für ein Startup natürlich ein ungewohnt hoher Traffic. Das heißt, irgendwas wird beworben und plötzlich wird das viral oder man hat das Glück, dass man auf Sites wie Heise Online oder TechCrunch oder sowas erwähnt wird und plötzlich geht der Traffic absolut durch die Decke. Das heißt, nach oben skalieren ist ein wichtiges Thema. Auf der anderen Seite ist es bei Startups aber auch so, dass Geld natürlich überhaupt nicht locker sitzt. Das heißt, diese vier Web-Frontend-Server, die wir haben, ist natürlich wirklich eine Frage, brauchen wir die zu jeder Zeit oder ist das nicht ein bisschen viel? Das heißt, wir müssen auch nach unten skalieren können. Das wirklich minimieren auf die Ressourcen, die wir im Augenblick wirklich brauchen. Es geht also darum, die Anwendungen sollen nach Bedarf skalieren, nach oben und nach unten und die Größe der genutzten Ressourcen automatisch an die aktuelle Last anpassen.
Das ist das Ziel, was wir für den heutigen Tag haben. Dabei ist es wichtig, ich habe jetzt gerade eben vom Web-Frontend gesprochen. Das skaliert natürlich relativ einfach, kommen wir gleich dazu. Aber wir brauchen natürlich Skalierbarkeit auf allen Ebenen. Bei der Datenbank, beim Web-Frontend selber, für die statischen Inhalte. Wozu sollen wir einen teuren Webserver mit einer Instanz beschäftigen, mit dem Ausliefern von statischen Inhalten, die ja doch immer gleich bleiben. Und natürlich bei der Auslieferung selbst. Das sind also die vier Punkte, um die wir uns heute kümmern wollen. Fangen wir mit dem Web-Frontend an und dazu möchte ich den AWS-Dienst Autoscaling vorstellen. Gut, im Augenblick haben wir also unsere vier Web-Frontend-Server, je zwei in zwei verschiedenen Availability-Zones, über die über den Load Balancer zugegriffen wird. Diese Web-Frontend-Server sind durch CloudWatch überwacht, das heißt, wir wissen genau, wie viel Last die zu jedem beliebigen Zeitpunkt haben. Standardmäßig in CloudWatch in 5-Minuten-Intervallen, ich kann aber auch das auf 1-Minute-Intervalle umstellen, kosten ganz klein wenig Geld. Dadurch habe ich eigentlich die Möglichkeit zu sagen, abhängig von der Last der Server möchte ich welche zunehmen oder wegnehmen. Und genau das ist die Idee von Autoscaling. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, wenn die Webserver heiß laufen, hier mal so nett rot animiert, das heißt, wenn die Last sehr hoch wird, was Last ist, das hängt natürlich von ihrer Anwendung ab. Ich habe gleich in der Demo CPU-Last genommen. Sie haben aber verschiedene Möglichkeiten. Sie können im Prinzip jede CloudWatch-Kennzahl dafür nutzen. Können also sagen, nee, ich möchte das nach Network Outbytes machen oder vielleicht sogar nach was intern wie der Latenz von bestimmten Abfragen gegen die Server. Dazu müssten Sie dann eine Custom-Metrik in CloudWatch erstellen, das geht aber auch. Oder Hauptspeicherverbrauch, naja, Hauptspeicher ist schwierig, weil dazu bräuchten Sie einen Agenten. Aber sagen wir mal Disk.io. All diese Kennzahlen kann ich nehmen. Gut, und was Autoscaling dann einfach macht, ist, wenn ein bestimmtes Kriterium für diese Kennzahl erfüllt ist, zum Beispiel, wie in meinem Beispiel gleich nachher, über längere Zeit über 70% CPU-Last, dann nimmt er aus einem vorgefertigten AMI, wo meine fertige Anwendung drin ist, AMI also komplettes Maschinenimage, das muss vorbereitet sein, nimmt er das und erstellt einfach zusätzliche Instanzen, um die Last abfackeln zu können. Das heißt, in dem Fall kriegen wir zwei zusätzliche Instanzen. Das verringert hoffentlich, wenn die Anwendung gut in der Architektur ist, die Last auf die anderen Server und ich bin wieder im grünen Bereich. Genauso wichtig ist es, in die andere Richtung skalieren zu können. Das heißt, ungenutzte Instanzen abschalten zu können, um Geld zu sparen. Und genau das kann Autoscaling auch. Also nach denselben Kennzahlen kann ich auch entscheiden, wenn die Last unter einem bestimmten Betrag für eine gewisse Zeit liegt, dann möchte ich Instanzen wegnehmen und terminieren und dadurch praktisch meine Kosten reduzieren. Gut. Autoscaling hat aber selbst, wenn ich gar nicht hoch und runter skalieren will, noch einen großen Vorteil, nämlich das Thema Verfügbarkeit. Insbesondere wenn ich einen Load Balancer habe, erinnern Sie sich vielleicht, macht der ja automatisch Health Checks gegen die Instanzen. Ich kann auch Health Checks in den Instanzen selbst machen oder einfach gucken, laufen sie überhaupt noch. Aber Load Balancer Health Checks sind ganz praktisch an der Stelle. Gut, und die integrieren sich jetzt schön mit Autoscaling. Wenn also eine meiner Instanzen ausfällt, warum auch immer, dann erkennt Autoscaling das und ersetzt diese Instanz vollautomatisch. Das gilt selbst dann, wenn ich eine feste Größe für meine Autoscaling-Gruppe eingestellt habe. Das gilt selbst dann, wenn Sie eine Autoscaling-Gruppe haben, die genau eine Instanz enthält. Das ist überhaupt kein Problem. Ich sage, okay, eine Instanz möchte ich haben und wenn die eine ausfällt, wird sie automatisch ersetzt nach einer gewissen Zeit. Gut, hier also habe ich 4 Instanzen als Mindestgröße und entsprechend wird diese eine Instanz dann ersetzt. Ergebnis der Sache, die Health Check plus Autoscaling erlaubt mir eine Selbstheilung meiner Anwendung. Wenn also irgendwas kaputt geht, wird automatisch das geheilt. Das dauert natürlich ein paar Minuten, darf man jetzt auch nicht vergessen, aber es geht dann automatisch. Gut, wie mache ich das Ganze jetzt praktisch? Gehen wir in die Demo.
Gut, in der AWS Management Konsole habe ich aus meiner fertigen Anwendung inzwischen in der Version 4 wieder ein AMI erzeugt. Wie das geht, habe ich ja im vorigen Webinar gezeigt. Wir haben also ein fertiges Image, was die Anwendung enthält. Und daraus können wir jetzt eine Autoscaling-Gruppe bauen. Ich gehe also auf Autoscaling Groups und erstelle eine neue. Autoscaling besteht immer aus drei Teilen: Launch Configuration, Autoscaling Group und den entsprechenden Alarmen. Jetzt brauche ich erstmal eine Launch Configuration, die beschreibt, was denn eigentlich gestartet werden soll. Ich wähle dazu also mein AMI aus, wähle einen Instanztyp aus. Ich bleibe hier mal bei den M3 Mediums. Gebe dem Ganzen einen Namen. Zur Unterscheidung nenne ich das mal Scan My Fridge ASG. Ich gebe dem eine IAM-Rolle mit. Brauche ich später, brauche ich heute nicht. Diese Rolle enthält im Augenblick keine Rechte. Aber wenn ich später auf Backend-Dienste zugreifen will, kann ich das hier ohne Credentials machen über diese IAM-Rolle. Ich kann noch mehr einstellen, wie IP-Adressverteilung oder ähnliches. Mit User Data kann ich ein Skript eingeben, was zum Beispiel die Instanz automatisch registriert. Gut, Root Volume behalte ich bei. Für schnellen Start nehme ich General Purpose SSDs. Und ich wähle wieder die Security Group aus, die ich erstellt habe. Das heißt, meine Scan My Fridge Frontend Gruppe, die mir Zugriff auf Port 80 zulässt. Okay, das ist jetzt meine Launch Configuration. Das heißt, das wird im Zweifel gestartet. Ich kann wieder mein Key Pair verwenden. Als nächstes erstelle ich dann die Autoscaling Group. Die Group hat eine Launch Configuration, die habe ich schon angegeben. Ich möchte mindestens zwei Instanzen haben. In dem Fall in EC2 Classic. Ich kann auch ein VPC auswählen. Und diese beiden Instanzen sollen den Availability Zones EU West 1a und EU West 1b sein. Okay. In Advanced Details gebe ich dann an, dass die alle in einen Load Balancer aufgenommen werden sollen. Ich nehme meinen Scan My Fridge Load Balancer hier an und für die Health Checks gebe ich dem jeweils 300 Sekunden, also 5 Minuten. Jetzt kann ich sagen, ich möchte nur diese Größe von 2 haben oder ich möchte basierend auf der Last skalieren. In diesem Fall möchte ich nicht diese zwei belassen, sondern ich möchte skalieren und ich habe dazu zwei Alarme, eins für Vergrößerung, den erstelle ich hier, Notifications brauche ich dafür nicht und sage, wenn die durchschnittliche CPU-Nutzung größer als 70% ist für 2 5-Minuten-Intervalle, ich könnte das auch auf 1 Minute umstellen, wenn ich möchte, dann möchte ich nach oben skalieren. Und zwar möchte ich in dem Fall, um das Ganze symmetrisch zu halten, zwei neue Instanzen hinzufügen. Und damit das nicht überhand nimmt, möchte ich dann 300 Sekunden warten vor der nächsten Aktion. Dasselbe in die andere Richtung. Das heißt, wenn die durchschnittliche CPU-Last unter, in diesem Fall sage ich mal 15% für 4 Perioden ist, für Scale-Down sollte man immer etwas länger warten, weil ich dadurch kurze Peaks oder kurze Einbrüche mal vermeiden kann. Gut, dann möchte ich also zwei Instanzen wegnehmen und wiederum 300 Sekunden warten vor der nächsten Aktion. Gut, dann muss ich noch die Maximalgröße angeben. Ich sage mal, maximal 12 Instanzen möchte ich hier haben. Mehr kann mein Backend sowieso nicht ab. Also lassen wir es dabei. Ich kann mich informieren lassen, brauche ich nicht. Taggen sollte ich das Ganze, aber damit ich die Instanzen auch erkenne, nennen die Web Frontend Scan My Fridge ASG. Das heißt, das sind meine Instanzen. Okay, und damit kann ich diese Autoscaling Group erzeugen. Übrigens, die Group Size kann auch 0 sein. Das ist ganz praktisch, um eine Konfiguration vorzuhalten, ohne Instanzen laufen zu haben. Gut. Also, meine Autoscaling Group ist erzeugt und das Ergebnis ist, dass, weil die Minimalgröße dieser Autoscaling Group jetzt 2 ist, ich automatisch zwei neue Instanzen erzeuge. Die vorhandenen sind nicht hinzugefügt, komme ich gleich dazu.
Gut, ich erstelle jetzt also automatisch für aus der Autoscaling Group diese zwei neuen Instanzen. Die werden dann auch automatisch in meinen Load Balancer mit aufgenommen, weil ich das ja angegeben habe. Nach einiger Zeit sind sie dann drin. Fein. Jetzt kann ich also hergehen und die alten Instanzen, die nicht automatisch skaliert sind, aus dem Load Balancer rausnehmen. Speichere das Ganze wiederum. Und dann diese Instanzen auch terminieren, weil ich sie ja nicht mehr brauche. Fein. Habe ich also schon mal Kosten gespart, weil ich nur noch zwei Instanzen statt vier brauche, wenn keine Last anliegt und dass das automatisch hochgeladen wird. Gut, meine Anwendung läuft natürlich nach wie vor unter ihrem DNS-Namen. Da der ja auf den Load Balancer geht, funktioniert alles wie vorher. Okay, nachdem die alten Instanzen terminiert sind und ich nur noch meine zwei Instanzen im Load Balancer drin habe, möchte ich Ihnen auch die Selbstheilung mal zeigen. Dazu terminiere ich jetzt einfach mal manuell eine der beiden Instanzen, die von der Autoscaling Group erzeugt wurde. Und nach einiger Zeit, nachdem der Health-Check zugeschlagen hat, die Anwendung läuft natürlich jetzt mit der einen Instanz im Augenblick weiter, ist klar. Nachdem der Health-Check zugeschlagen hat, erkennt das die Autoscaling Group und erzeugt eine neue Instanz als Ersatz für die ausgefallene. Das heißt, hier habe ich also auch die Selbstheilungsfunktion gezeigt. Braucht wieder eine Weile zum Initialisieren. Und nach einiger Zeit ist sie fertig. Meine Autoscaling-Gruppe ist geheilt und ich habe wieder zwei Instanzen in zwei verschiedenen Availability-Zones laufen. Und wiederum die neue Instanz funktioniert natürlich auch mit meiner Anwendung. Und im Load Balancer ist sie entsprechend auch drin. Das war der erste Teil. Kommen wir nun zum zweiten Teil, wie ich meine Anwendung skalierbarer machen kann, nämlich indem ich alles, was gar nicht von meinen Web-Frontend-Servern ausgeliefert werden muss, nämlich vor allem statische Objekte, auslagern kann. Dazu kann ich S3, den Storage-Dienst, nehmen, denn auch S3 kann über HTTP zugegriffen werden. Das heißt, hier kann ich alle meine statischen Objekte auslagern. Außerdem kann ich das Content Delivery Network CloudFront nehmen, um Zugriffe zu beschleunigen, insbesondere für alle Objekte, die nicht interaktiv sind, also nicht für meine PHP-Dateien. Auch die kann ich gegebenenfalls cachen, aber das ist dann fortgeschritten. Aber wiederum für meine statischen Objekte und zu statischen Objekten gehören dabei nicht nur Bilder, sondern eben zum Beispiel auch CSS-Dateien, JavaScript-Dateien, HTML-Dateien und ähnliches. Wie sieht das wieder von der Architektur aus? Das ist das, was wir im Augenblick haben. Wir haben also den Load Balancer mit der Autoscaling Group und den Datenbankservern. Und der erste Schritt ist, dass ich dann das Content Delivery Network davor setze. Und dann kann ich in CloudFront sagen, für welche Quelle möchte ich welche Daten wie lange cachen. Ich möchte vielleicht die interaktiven PHP-Dateien im Augenblick noch gar nicht cachen, weil da muss ich wieder unterscheiden, was ich gegebenenfalls cachen will. Aber andere Inhalte wie Bilder, CSS-Dateien und so weiter möchte ich cachen. Das mache ich dann über Behaviors. Und dann kann ich noch weitergehen und sagen, statische Objekte, insbesondere die großen Bilder, möchte ich komplett auslagern nach Amazon S3. Und von dort aus liefern lassen. Das heißt, die belasten dann meine Webserver überhaupt nicht mehr. Die kommen aus den statischen Inhalten. Sehr schön. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Bin wieder in der AWS Management Konsole. Und das Erste, was ich hier machen möchte, ist in S3 ein Container für meine Bilder anlegen. Das heißt, ich gehe auf S3. Erstelle ein neues Bucket, gib dem Bucket einen sinnvollen Namen. Bucketnamen müssen eindeutig sein weltweit. Deswegen nenne ich das jetzt mal Scan My Fridge Images SK. Ich kann Logging einschalten, wenn ich also Logfile-Auswertungen später machen möchte, welche Bilder wie viel zugegriffen wurden und das hier auf dieser Ebene machen will, kann ich das tun. Okay, und dann kann ich hergehen und meine Bilddateien einfach reinladen.
Das ist ein Ordner mit den kleinen Bildern und meine große Titelgrafik. Die sollte ich vielleicht bei Gelegenheit mal verkleinern. Gut, wichtig, damit ich darauf zugreifen kann, ist, dass ich Leseberechtigungen für jedermann erzeuge, für die einzelnen Objekte. Nicht notwendigerweise für die Ordner, aber für die einzelnen Objekte. Man kann es auch anders machen, das ist eine Einstellung von CloudFront, aber in dem Fall nehme ich mal diesen einfachen Weg. Wichtig ist bloß, keine Schreibberechtigungen vergeben für andere, weil das wird natürlich sehr schnell gefunden. Okay, super. Jetzt kann ich also nach CloudFront gehen und Content Delivery für meine Web-Applikation einschalten. Ich möchte eine Web-Distribution haben, natürlich. Und als Origin gebe ich jetzt einfach meinen Load Balancer an. Der Origin ist die Quelle, wo die vom Content Delivery Network ausgelieferten Daten herkommen. Gut, wähle also den Load Balancer aus, kann dem Origin noch was mitgeben. Okay. Gut, cachen möchte ich jetzt erstmal überhaupt nichts. Erscheint unlogisch, aber Sie sehen, ich schalte hier Header Forwarding ein, ich schalte Cookie Forwarding ein, ich schalte Query String Forwarding ein und so weiter und so fort. Ich muss dann noch den Namen meiner Domain angeben, www.scanmyfritsch.de, damit er das vernünftig cachen kann. Sie sehen also, eigentlich erstelle ich gerade ein Caching mit dem Content Delivery Network, ohne dass tatsächlich was gecached wird. Das ist vielleicht erstmal überraschend. Logging könnte ich hier an der Stelle auch noch einschalten. Gut, und ich erstelle meine Distribution. Der Clou an der Stelle kommt jetzt dadurch, dass ich Behaviors einschalten kann. Das heißt, ich erstelle als allererstes mal eine zweite Quelle für dieselben Daten und wähle meinen gerade erstellten S3-Container aus. Gut, habe jetzt S3. Okay, mit Restrict Bucket Access könnte ich sagen, ich will auf die Quelle gar nicht zugreifen direkt. Gut, und dann kann ich dafür ein Behavior erstellen. Behavior sagt, nach welchen Bedingungen Daten aus welcher Quelle kommen und wie sie gecached werden. In dem Fall mache ich es erstmal einfach. Ich sage, alle PNG-Dateien sollen nicht von meinem Load Balancer kommen, sondern sollen aus S3 kommen. Ich kann hier auch Pfade einstellen und ähnliches. In den meisten Fällen wird das komplexer. Ich brauche hier nur Get und Head. Put brauche ich nicht für die Bilder. Das Caching kann ich fest einstellen auf 300 Sekunden. Ich brauche keine Cookies, ich brauche keine Query String. Es sind alles Bilder. Das heißt, ich kann das Ganze hervorragend im Content Delivery Network cachen. Super. Dasselbe könnte ich jetzt machen für CSS-Dateien. Ich kann es aber auch anders machen. Das möchte ich Ihnen hier auch mal zeigen, dass CSS-Dateien vielleicht aus entwicklungstaktischen Gründen durchaus von meinem Load Balancer kommen, aber anders als die PHP-Dateien sollen sie gecached werden. Zum einen brauche ich wieder keine Put-Methoden, ich brauche keine Header, ich kann sie automatisch 300 Sekunden cachen lassen im Content Delivery Network oder vielleicht sogar länger. Ich brauche keine Cookies, ich brauche keine Query Strings und so weiter und so fort. Ergebnis der Sache: Meine PNG-Dateien kommen aus S3, meine CSS-Dateien kommen vom Load Balancer, aber mit Caching, und alles andere, insbesondere die PHP-Dateien, werden nicht gecached, sondern werden direkt vom Load Balancer ausgeliefert. Ich könnte auch eigene Error-Pages angeben. Das ist vor allem sinnvoll, wenn Sie vielleicht einen Softwarefehler in Ihrer Anwendung haben, bekommen die Benutzer wenigstens eine Alternative. Okay. Der Aufbau einer solchen Distribution dauert jetzt ein klein wenig. Nach einer gewissen Zeit ist sie dann im Status deployed und verfügbar. Damit das Ganze jetzt über www.scanmyfritsch.de zugänglich ist, muss ich natürlich noch meinen DNS-Eintrag dafür ändern. Ich gehe also auf Route 53, gehe auf die Einstellung von scanmyfritsch.de und wähle jetzt als Alias-Target nicht mehr den Load Balancer, sondern die CloudFront Distribution. Und damit geht alles über CloudFront und die Zugriffe werden entsprechend ausgeliefert. Schauen wir uns das Ganze mal an im Browser. Ich habe hier mal die lokalen Caches des Browsers deaktiviert, um den Effekt besser zeigen zu können. Und gehe jetzt auf meine Seite. Und Sie sehen, beim ersten Mal dauert das eine ganze Weile. Das Indexdokument cache ich im Augenblick nicht.
Deswegen kommt das direkt vom Load Balancer. Und ich habe ein Miss from Cloud Front, weil es nicht im Cache ist und auch nicht gecached wird nach den Einstellungen, die ich bisher gemacht habe. Mein großes Bild hingegen, das kommt aus S3. Das wird gar nicht von meinem Webserver ausgeliefert, sondern von S3 in diesem Fall. Und wenn ich das jetzt nochmal liefere, okay, diesmal habe ich eine 304 gekriegt, aber ansonsten würde es direkt von CloudFront ausgeliefert, was natürlich entsprechend schneller geht. Okay, gut, dasselbe gilt natürlich für meine Anwendungsseiten, für meine PHP-Seiten. Wiederum, die PHP-Seite wird nicht gecached. Kann jetzt hier meine Daten eingeben. Okay, nicht besonders clever, aber egal. Und auch die Bilder beim ersten Zugriff werden sie natürlich noch nicht gecached, weil sie noch nicht in CloudFront vorhanden sind. Refreshe ich das Ganze einmal, dann werden sie entsprechend auch gecached direkt von CloudFront. Ich habe also hier unten, sieht man es, ein Hit from CloudFront. Das heißt, damit wird mein Backend-Server überhaupt nicht mehr belastet. So einfach ist es also, Content Delivery Network und Auslagerung von statischen Inhalten mit CloudFront und S3 zu machen. Okay, kommen wir zum Backend. Und zur Skalierung des Backends gibt es jetzt zwei grundsätzliche Methoden. Die erste Methode, auf die ich bei Gelegenheit mal eingehen werde, ist gar keine relationale Datenbank zu nehmen, sondern eine viel skalierbarere NoSQL-Datenbank wie DynamoDB. Problem daran ist natürlich, dass mein ganzer Code geändert werden muss, damit ich die NoSQL-Datenbank verwenden kann und viele Entwickler fühlen sich natürlich mit einer SQL-Datenbank auch wohler. Deswegen bleiben wir erstmal alternativ bei unserer relationalen MySQL-Datenbank und wollen die aber skalierbarer machen. Ich kann natürlich manuell die Größe der Instanzen verringern oder vergrößern. Das ist vielleicht für Produktion auch eine gute Idee, aber hier möchte ich mal meine Lesezugriffe auslagern. Im Augenblick haben wir es ja so, dass alle Last auf den einen Datenbankserver geht, mein Master, und der ist abgesichert über Multi-AZ in einer zweiten Availability Zone. Könnte jetzt noch einen Cache davor schalten oder ähnliches, mache ich alles nicht. Stattdessen möchte ich die Lesezugriffe auslagern und das mache ich über eine Read-Replika. Was hier passiert ist, und das geht auch nur mit MySQL, nicht mit den anderen Engines, dass von meiner schreibbaren Master-Datenbank eine Kopie erzeugt wird, und zwar auch aktuell gehalten wird, also eine Replika, die für Lesevorgänge verwendet wird. Das heißt, ich muss meine Anwendung auch ein bisschen umschreiben. Ich muss sagen, wenn du schreibst, schreib bitte unbedingt auf dem Master. Wenn du liest, dann lese von der Read-Replika. Ich kann davon mehrere erzeugen, innerhalb derselben Region, innerhalb derselben Availability Zone oder in unterschiedlichen Availability Zones und auch in andere Regionen neuerdings, sodass ich also damit auch Inhalte in anderen Regionen vorhalten kann. Gut, schauen wir uns auch das mal an. Wie sieht das aus? Wie erstelle ich eine RDS-Read-Replika in der AWS-Management-Konsole? Bin hier also in der Management-Konsole, gehe wiederum auf den Dienst RDS. Okay, gehe auf meine RDS-Instanz, die ich im Augenblick habe, und gehe einfach auf Create Read-Replika. Möchte das in derselben Region machen, ich könnte auch eine andere auswählen. Wenn ich weltweit verteilen möchte, gebe die Datenbank an. Die Read-Replika hat einen anderen DB Instance Identifier, das heißt, sie braucht auch einen anderen Connection String, kann auch eine andere Instanzklasse haben und eine andere Availability Zone, je nachdem, wie ich das brauche. Dann gehe ich auf Create Read-Replika und das war's auch schon. Sie sehen, das wird hier automatisch erzeugt. Die primäre Instanz wird geändert, um diese Replikation einzurichten. Die sekundäre Instanz wird erzeugt. Wenn ich da jetzt mal drauf gehe, sehe ich, das ist eine Read-Replika von ScanMyFridge. Okay, und wenn ich auf ScanMyFridge gehe, sehe ich unten die Read-Replikas. Das kann eine längliche Liste sein. So kann ich also sehr einfach meinen Lesetraffic gegenüber der Datenbank verteilen. Wie gesagt, viele Alternativen sind möglich.
Aber das sei jetzt mal die, die ich genommen habe. Okay, Ergebnis der Sache, wir haben unsere Architektur skaliert. Sehr schön. Dadurch kann jetzt also auch die Bewerbung auf öffentlichen Seiten wie TechCrunch oder Spiegel Online und ähnliches erfolgen. Eine wichtige Sache muss ich natürlich an der Stelle noch sagen, testen. Unbedingt testen. Es gibt verschiedene Testtools, so simple Dinge wie Bees with Machine Guns oder komplette Testsuiten. Sie müssen unbedingt testen, ob das auch tatsächlich den Lastanforderungen entspricht, ob die Kriterien, die Sie für die Skalierung eingestellt haben, ausreichen, ob zum Beispiel auch die Datenbank mit der Last mithalten kann und ähnliches. Okay, worum geht es beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal geht es dann um die Skalierung des Backends. Das heißt, wir schieben noch eine Schicht zwischen die Web-Frontend-Server und die Datenbank. Sinn der Sache ist, dass man längerfristige Vorgänge, wie zum Beispiel das Transkodieren und Auswerten der Bilder, die unsere Benutzer schießen, um ihren Kühlschrank zu analysieren, dass diese Vorgänge in Backend-Instanzen skaliert werden und nicht im Frontend bleiben und unsere Frontend-Server belasten. Okay. Welche sind dann die nächsten Webinare? Das, von dem ich eben gesprochen habe, Entkopplung des Backends, ist am 21. August, 10 Uhr wiederum. Vorher gibt es noch zwei andere, nämlich in unserer Enterprise- oder Unternehmenswebinar-Reihe geht es in der nächsten Woche um das Thema Disaster Recovery, das heißt, wie baue ich ein zweites Rechenzentrum auf AWS auf, das bei Ausfall meines primären Rechenzentrums übernehmen kann. Und es gibt dazwischen noch ein fortgeschrittenes Seminar S3 für Fortgeschrittene. Da werde ich auf einige etwas unbekanntere Features von S3 eingehen, was man so alles neben dem simplen Speichern von Daten mit S3 machen kann. Anmeldung wie immer über unseren Event-Link. Wie immer die Ressourcen, das Architekturportal, die Whitepaper, wo alles das, was ich gerade erzählt habe, nochmal im Detail geschildert wird. Und für diejenigen, die nachlesen wollen, die Slides habe ich eben schon hochgeladen, sind auf SlideShare. Das Webinar selbst wird in der Aufzeichnung dann auf YouTube nach einer gewissen Zeit sein. Und wenn Sie über Neuigkeiten informiert werden wollen, Facebook-Seite, Twitter-Account und kurze Demos, wie zum Beispiel hier auch die Autoscaling-Demo, finden Sie in der Demo-Serie auf YouTube.